Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Mangi Dorothy und ich bin unterwegs mit dem M6, den amerikanischen schweren Panzer der Stufe 6. Wir sind auf El Haluf. Wir haben zwei Panzer, die eine Stufe höher sind als wir selber, also Stufe 7. Ansonsten Stufe 6 und Stufe 5. So, der erste Mitspieler ist mal raus. Super Hellcat. Unser 7er TT. Und vom gegnerischen 7er TT rausgenommen. Merkpanther. So, da ist der mittlere. FSV Sch-A. Einmal konnten wir ihm schon Schaden zufügen. Jetzt war er viel weit raus, dass wir nochmal Schaden machen können. An der Ecke tummeln sich einige Gegner. T-150 steht ganz, ich würde sagen, fast regungslos da. Was er gezielt hat, keine Ahnung. Aber wir konnten ihn überraschen, auch wenn der erste Schuss mal wieder in die Ketten ging. Das waren die Ketten. Sonst wohin? Beide etwas besser. Der Fahrer ist geliefert. Die Steuerung reagiert nicht mehr. Der ging nicht durch. Die haben sie nicht mal angekratzt. Zweimal nacheinander. Dass der eigentliche Killshot nichts bringt. T-43 hat sich geopfert. So, nächster Killshot, wieder daneben. Dieses weiß ja nicht geschlagen. Abpraller. Steht 10-5. Aber doch ist die Runde, ja, nicht gewonnen. Aber so die stärksten Gegner sind dann hier oben die AT-8.
Gerade, dass man schnell noch nachladen und noch einen zweiten Schuss machen können, wenn er sich schon vor uns dreht. Da sind auch noch die zwei AT-8 übrig im Gegnerteam. Der ging nicht durch. Frontal halt auch sehr stark gepanzert. Man kriegt frontal überhaupt keinen grünen Durchschlagsindikator hin mit der normalen Standard-AP. Schon. Hier wieder nur die Ketten rein. War's mal grün, aber wieder nicht durchschlagen. Bevor ich richtig nachgeladen habe, raus. Man kann es eigentlich sagen, es ist zum Kotzen, dass hier 5 Schüsse das Kiss-Shit kurz gewesen wären, nicht die Panzer unterschlagen haben. Das ist sowas von ärgerlich. Aber trotzdem wirklich mit der Runde mit 15 zu 10. Und dann schauen wir uns noch das Gefechtsergebnis an. So, die Runde auf LH Luftwitter mit dem M6 war ein Überlegensabzeichen zweiter Klasse, Wirkungsfeuer, Großkaliber und Unterstützer. Wir haben 2473 Schaden gemacht, damit den meisten Schaden vom Team. Zwar kein Kill, den haben die anderen gekriegt. Unsere ging ja leider nie durch. Und wir haben 996 Erfahrungspunkte gekriegt. Insgesamt habe ich 25 Mal geschossen, 21 Mal getroffen, 10 Mal penetriert. Ist halt so, wenn man Standort schießt. Und vor allem die AT-8. Sind halt schwer zu durchschlagen. Aber die anderen haben es ja gemacht, von daher. So, die Runde ging 7 Minuten und 7 Sekunden. Dabei war ich 6 Minuten und 31 Sekunden. Und dank abgeschlossener Aufträge habe ich gemacht ein Plus von 152.522 Credits. Wenn euch diese Runde gefallen hat, bitte ein Like da. Über einen Kommentar würde ich mich freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Gefecht.